So, große Preisfrage ist jetzt, wenn wir jetzt unser agiles Projekt durchgeführt haben, wann werden denn die Tests durchgeführt und wie läuft das ab? Ich würde aus meiner Erfahrung heraus sagen, Sie haben im Grunde zwei Stellen, an denen getestet wird. Sie haben während des Sprints Gelegenheit zu testen. Sie härten ja die User Stories aus. Sie gucken, dass die User Stories oder die Anforderungen, die Sie haben, die Definition of Done erfüllen. Sie machen ja einen Abnahmetest mit dem Product Owner und der vielleicht mit seinen Kunden. Also da gibt es genug Gelegenheit. Und am Ende des Projektes ist allerdings noch in meinen Augen eine Stabilisierungsphase notwendig, weil Sie betrachten ja während der Sprints vor allem die User Stories vereinzelt. Eventuell haben Sie automatisierte Ende-zu-Ende-Tests, aber so einen gesamten fachlichen Test, dazu fehlt Ihnen normalerweise während der Sprints die Zeit. Und daher würde ich empfehlen, am Ende doch nochmal eine ausführliche Testphase zu machen, wo Sie insgesamt schauen, ob das System korrekt funktioniert, und zwar komplett von Ende zu Ende, also alle User Stories im Zusammenhang. Das würde ich gerne kurz vorstellen. Also jetzt geht es um die Testdurchführung. Also wie läuft das Testen konkret ab? Sie stellen zunächst einmal die Randbedingungen her, die Sie brauchen, um den Test überhaupt durchzuführen. Also besorgen die Hardware, die Sie brauchen zum Test. Sie stellen die Datenbasis her. Häufig genug haben Sie da so eine Testdatenbank, die Sie verwenden, die auch immer mitmigriert wird bei jeder Schemaänderung, wo Sie so Beispieldaten haben, die Sie auch in den Testfallen referenziert haben. Sie schaffen insgesamt die Voraussetzungen dafür, dass der Test durchgeführt werden kann. Dann besorgen Sie das Testobjekt, also die Software, die Sie testen wollen. Wichtig ist jetzt, dass Sie einen definierten Stand manuell testen. Also, das heißt, Sie müssen im Konfigurationsmanagement-Werkzeug eine Baseline setzen. Sie müssen ein bestimmtes Bild vom Bildtool beschaffen oder Sie testen eine bestimmte Version, eine bestimmte Variante des Docker-Containers, das Sie liefern wollen. Das Vorgehen selbst beim Testen ist im iterativen Vorgehen drin, und damit Sie sauber testen können, Sie wollen ja eine Version haben, die Sie stabilisieren, brauchen Sie einen Code Freeze. Also irgendwann muss in dem Branch, den Sie dann stabilisieren wollen, keine Änderung mehr erlaubt sein. Das ist ein sogenannter Code Freeze. Also ab da fangen Sie dann nur noch an und Änderungen sind nur noch Bugfixes, weil Sie diese Version nachher liefern wollen und Sie wollen nicht, dass durch irgendeine Änderung, die spät im Prozess passiert, andere Teile der Software kaputt gemacht werden. Und was Sie dann machen ist, das zeige ich gleich nochmal genauer auf einer Folie, Sie machen vielleicht erstmal einen Testlauf, wo Sie erstmal die wichtigsten Testfälle durchtesten. Also die Hauptfunktion der Software, die Sachen mit dem höchsten Risiko, also all das, was Ihnen am wichtigsten ist. Und starten dann parallel mit dem Bugfixing. Und machen dann einen zweiten Testlauf, wo Sie dann die wichtigen und die etwas weniger wichtigen Testfälle durchjagen und wieder Bugfixing machen. Grund, warum Sie das in mehreren Wellen machen, ist natürlich, wenn Sie einen Bugfix machen, kann der Bugfix ja wieder neue Fehler produzieren. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erzeugt jeder Bugfix wieder neue Fehler. Deswegen können Sie nicht davon ausgehen, wenn der Bugfix erfolgt ist, dass die Software danach komplett korrekt funktioniert. Also deswegen müssen Sie immer in mehreren Wellen vorgehen. Und vielleicht machen Sie noch einen dritten Ablauf, wo Sie dann alles testen. Und wichtig nochmal, während des Test der gesamten Testphase ist die Weiterentwicklung auf dem Branch, auf dem wir arbeiten, natürlich strikt verboten, weil wir durch diese Änderung wieder neue Fehler induzieren. Hier nochmal ein Beispiel für eine Darstellung. Ich habe jetzt hier mal aufgemalt. Sie haben hier mehrere Sprints nacheinander. Also das sind bei uns entsprechend zwei oder drei Sprints. Und in den Sprints, das ist hier so ein bisschen orange dargestellt, findet ein Testen statt. Und findet auch Bugfixing statt. Also Test und Bugfixing jeweils in den Sprints selber. Die gefundenen Bugs sind ja dann auch ganz normale Tickets, die Sie eventuell im laufenden Sprint oder Sie schreiben die Bugs in den Backlog und Sie machen die im nächsten Sprint raus. Also das funktioniert von Sprint zu Sprint. Das betrifft natürlich normalerweise immer nur die User Stories, an denen Sie gerade arbeiten. Oder falls es einen Produktionsfehler gibt, dann müssen Sie die natürlich auch in dem laufenden Sprint behandeln. Während des Ablaufes des Projekts überlegen Sie sich vielleicht mit dem Auftraggeber zusammen noch eine Menge von Testfällen, die Sie bei der Lieferung nochmal durchführen wollen. Die Frage ist ja, hier ist ja nicht gesagt mit meinen ganzen Sprints, ob Sie nicht vielleicht doch einen Werkvertrag haben, nachdem Sie arbeiten. Und bei dem Werkvertrag gibt es einen Abnahmetest und für den Abnahmetest brauchen Sie natürlich spezifizierte Testfälle. Also wo man sagen kann, wenn die Testfälle bestanden wurden, dann gilt die Software als abgenommen.
Ja, also das Risiko wäre viel zu groß, wenn jeder da mal einfach irgendwie kreuz und quer drüber testet, dass das Testen vielleicht nie fertig wird oder dass zu oberflächlich getestet wird und die Fehler alle nachher in der Produktion auftreten. Also Testfälle erstellen während des Projektablaufs. Zum Beispiel so mit den Tickets, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wichtiger Punkt darf man nicht vergessen, Sie müssen die Testdaten und Demo-Daten erstellen. Die Demo-Daten brauchen Sie jedes Mal, wenn Sie ein Sprint-Review machen, damit Sie eine schöne Demo geben können und schöne Daten haben, also fachlich plausibel, so dass der Benutzer sich was vorstellen kann. Und dann haben Sie Testdaten, die sind vielleicht leicht schrottig, die sind vielleicht leicht implausibel, die sind Extremfälle. So, und was Sie dann machen ist, wenn Sie jetzt sozusagen stabilisieren wollen vor vielleicht der finalen Lieferung, also wenn die Software jetzt wirklich in Produktion geht nach einer Reihe von Sprints, also wenn Sie nicht so sprintweise ausgeliefert haben, sondern das Ergebnis von mehreren Sprints ausliefern wollen, dann machen Sie einen ersten Testzyklus mit den wichtigsten Testfällen. Sie können nicht alle machen, Sie sollten mit den wichtigsten beginnen, einfach um jetzt hier ressourceneffizient vorzugehen. Und dann machen Sie da parallel das Bugfixing. Dann freezen Sie hier wieder die Software, bauen jetzt hier ein neues Release. Während des Bugfixings testen Sie immer noch den zu stabilisierenden Stand weiter, ne? Also das heißt, Sie fangen jetzt hier nicht an und schießen einen Bugfix schon wieder in den Testprozess rein, weil der Bugfix wieder andere Sachen kaputt machen kann. Das heißt also, Sie lassen den Stand der Software während des gesamten Testzyklus stabil. Und auch die Bugfixes werden erst reingemerged, wenn der Testzyklus 1 vorbei ist. Also wenn Sie wirklich ein klares, komplettes Bild haben, bevor Sie mit Bugfixing weitere Sachen kaputt machen. Und dann gibt es einen zweiten Testzyklus, der vielleicht genauso lang ist, vielleicht länger ist. Also hier ist das jetzt einfach wegen der Fontgrößenlänge dargestellt, das heißt aber nichts. Und da testen Sie halt die Prio 1-Testfälle nochmal durch, speziell die Sachen, wo Bugfixes stattgefunden haben, denn Sie müssen jetzt hier sozusagen nachtesten, ob die Bugfixes nicht neue Bugs produziert haben. Deswegen müssen Sie nochmal von Anfang an die wichtigsten Sachen durchtesten. Und jetzt testen Sie vielleicht noch mittelwichtige Testfälle durch. Und auch da wieder parallel Bugfixing. Auch hier wird wieder die Software nicht parallel angepasst, sondern sie, also das ist wirklich ein Stabilisierungsschritt. Und auch die Bugfixes schieben Sie erstmal nicht wieder in das Testsystem rein. Also Sie testen fortwährend auf demselben Release. Und im nächsten Testzyklus, da sind hier die Bugfixes hier unten integriert. Die testen Sie nach und testen dann prioritätsgetrieben nochmal alle Testfälle durch. Das heißt, der dritte Testzyklus hat dann hoffentlich sichergestellt, dass dann die kritischen Sachen funktionieren und vielleicht sind irgendwelche minderschweren Probleme noch in der Software verblieben. Und durch die Zyklen stellen Sie sicher, wenn das Bugfix einen Fehler reinbaut, findet der Testzyklus den. Wenn das Bugfix weitere Fehler reinbaut, findet der Testzyklus die noch. Deswegen arbeiten Sie in mehreren Zyklen. So, das zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie man das durchführen machen kann in GitLab. Was Sie hier sehen, ich habe ein Testboard erstellt in GitLab. Das ist so ein bisschen die Empfehlung. Ich habe mich so ein bisschen durch die Videos durchgeklickt, die GitLab-Autoren dargestellt haben. Und in 2 bis 3 Videos hat einer folgendes Konzept vorgestellt. Sie machen sich ein eigenes Testboard. Also ich habe jetzt hier sozusagen ein Development Board und ein Testing Board gemacht in meinem Testprojekt. Und dieses Testing Board, der stellt nur Tickets dar mit dem Label Test Case. Das heißt, also hier sehen Sie nur die Test Cases, die Sie haben. Und was Sie jetzt machen, Sie machen Zustandsmodell, Tests, die Sie noch ausführen wollen, To Do. Dann machen Sie eine Spalte für Tests, die ich bestanden habe und Tests, die durchgefallen sind. Und können jetzt sozusagen in der ersten Testrunde von sozusagen alle Testfälle durchlaufen lassen, To Do über und dann sind die passed oder failed und Sie können hier sozusagen auch eine Planung machen, was Sie machen können. Und Sie haben hier natürlich durch diese Zählung genügend Überblick, wie weit sind Sie eigentlich mit dem Testen schon gekommen. Also so eine Übersicht kann man machen, um eine Übersicht zu kriegen. Was man noch machen kann, ist, um diese Prioritäten der Testfälle zu machen, habe ich jetzt noch mal weitere Labels spendiert, Prio High. Man kann da auch, also ich habe es hier sozusagen Prio High, Prio Low und Prio Medium hergestellt, dass man das auch ein bisschen mit Farben sehen kann. So, und so kriegen Sie zumindest mal eine grobe Darstellung, was Sie machen können. Was ein bisschen blöd an der Lösung ist, ich will natürlich jetzt in mehreren Zyklen testen und wenn ich jetzt die Testprotokollierung an den Tests mache,
muss ich sozusagen immer mit einem alten Testticket wieder neu starten in dem zweiten Testzyklus. Also was sie eigentlich wollten, ist, sie wollen eine Testfallbeschreibung haben und dann machen sie von der Beschreibung eine Instanz für den konkreten Test. Da habe ich jetzt hier noch keine gute Möglichkeit gefunden, wie man eine Instanz von dem Testfall machen. Also wir arbeiten hier sozusagen immer auf der Klasse und nicht auf möglichen Objekten. So, wenn Sie jetzt die Testdurchführung machen, sieht das wie folgt aus. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich gehe mal bei Testpartner anlegen. Und was Sie jetzt machen ist, jetzt radelt ein menschlicher Tester einfach den Testfall ab. Ne? Das heißt, er gibt einen Vorname, Nachname, hakt es ab, macht das zweite Teil, hakt es ab und so weiter, bis er auf irgendeinen Punkt trifft, der dann sozusagen nicht mehr geht. Also ich habe jetzt hier mal einen hypothetischen Fehler erzeugt. Das Bestätigungsfenster kommt halt nicht und deswegen wird der siebte Punkt dann beim Test nicht abgehakt. Wenn ich als Tester das sehe, also der Punkt ist nicht abgehakt, dann gehe ich in mein Testboard. Also ist der Test durchgefallen und hänge den und auch failed. Das heißt, dann haben wir als Team oder hat der die Testüberwachung macht, dann eine Übersicht darüber, wo habe ich jetzt was, wo ist was kaputt gegangen und wo nicht. Was ich dann als zweites noch mache, ich gehe hier nochmal auf Testpartner anlegen, ist, ich sollte dann natürlich noch den Absturz hier genau beschreiben. Wie kann ich das machen? Ich kann jetzt hier natürlich einen Kommentar drunter kleben, dass ich hier sage, Schritt 7 ging nicht und da gab es noch folgende zusätzliche Probleme. Das wäre so ein erster Schritt. Und was ich hier noch machen kann, ich kann hier eine Fehlerbeschreibung spendieren. Ich mache das hier mal ganz kurz, dass ich das nochmal ergänze. Das Ticket liegt schon vor, das ist nämlich Ticket Nummer 8. Also ich lege jetzt hier einen Fehlerbericht an, einen genaueren, und erlaube sozusagen meinem Projekt dann diesen Fehler weiterzuverfolgen. Ich speichere das mal. Und jetzt kann ich nämlich hier auf den Fehlerbericht klicken. Da habe ich jetzt also auch schon ein Ticket angelegt. Und jetzt habe ich hier ein Ticket, Partner anlegen, Bestätigungsfenster erscheint nicht. Der verlinkt hier auf den Testfall, der fehlgeschlagen ist, sodass wir dann die Fehlermeldung entkoppelt haben von dem eigentlichen Testfall. Dann kann man zumindest das Ticket weiter verwenden für den Testfall. Und hier habe ich sozusagen eine Fehlermeldung. Auch hier habe ich dem mal die Priorität High gegeben, weil man nicht weiter testen kann. Und der hat das Label Bug, sodass ich sozusagen auch Fehler einzeln verwenden kann. Wie man mit den Fehlern weiterarbeitet, kommt dann im nächsten Video. Wie gesagt, ein Nachteil an der Lösung ist, ich kann natürlich jetzt, was mache ich jetzt, wenn ich ein zweites Mal diesen Testfall durchlaufen lasse? Ich habe da jetzt noch keine besonders gute Lösung gefunden. Also man könnte eine Kopie von dem Ticket machen, einfach die Inhalte rüber kopieren und den Testpartner anlegen, ein zweites Mal machen und dieses Ticket, sobald der Test abgeschlossen ist, auf Closed setzen. Oder man recycelt das Ticket, setzt sozusagen hier die Haken, macht man wieder weg und arbeitet hier hinten mit der Historie, dass man sozusagen hier dann eine beliebig lange Historie kriegt und derjenige, der dann die Testverfolgung macht, muss dann halt hier immer hinten in der Historie schauen, was gerade los ist. Wie gesagt, so ganz hübsch ist keine der beiden Lösungen. Die sauberste ist wahrscheinlich, hier eine Kopie von dem Ding zu machen und das als separate Instanz weiter zu verwenden und wieder neu zu starten, wenn ich den Testpartner an den zweites Mal machen will. So, das war zum Thema Testdurchführung.